Einmann wurde durch seinen Hit Du bist mein Stern Ende der 90er zu einem Namen in Deutschland. Der Song wurde über Nacht ein Hit und ist bis heute noch ein Ohrwurm in den Ohren der Zuhörer. Einmanns Eltern stammen ursprünglich aus Tunesien. Er und seine Geschwister wuchsen in Berlin-Kreuzberg auf. Er war schon von klein auf ein großer R&B, Hip-Hop und Soul-Fan und hat heimlich immer mitgesungen, wenn die Lieder liefen. Einer seiner größten Inspirationen waren Keith Sweat, Stevie Wonder und Whitney Houston. Er hat gerne vom Herzen gesungen, sein Problem war allerdings, dass er sich nie getraut hat, vor anderen Menschen zu singen. Und daher wusste er auch nicht wirklich, ob er gut ist oder nicht. Als einige seiner engen Freunde dann zum ersten Mal seine Stimme hörten, waren sie überzeugt, dass der Junge es drauf hat, es weiter zu schaffen, als er selbst glaubt. Sie motivierten ihn dazu, das Ganze ernst zu nehmen und sich einigen Plattenlabels vorzustellen. Am Ende fand er ein Label, das ihn mit der ehemaligen Tic-Tac-Toe-Sängerin Ricky in Verbindung brachte. Diese war sofort begeistert von Ayam und seiner Stimme. Auf ihrer ersten Single Schmerz wurde Ayam der Feature-Gast. Der Song landete in Deutschland in den Top 20s und motivierte sein Team und das Label, mehr Input und mehr Kraft in Ayams Solo-Karriere reinzustecken. Muss man machen, um sie zu verstehen. Drum hau doch ab und lass mich gehen. Es interessiert dich sowieso nicht, was ich mache, was ich tue. Unsere Wege werden sich trennen, unsere Zukunft wird sich wenden. Ohne Freunde wäre ich allein, ohne Gott würde ich nicht sein. Drum sag ich, God bless you und goodbye. Ayams Vater war es von Anfang an immer wichtig gewesen, seinen Kindern die richtigen Werte zu übermitteln. Bildung, Religion und Kultur spielten dabei eine sehr wichtige Rolle. Ayam wurde im Jahre 1974 in Berlin geboren und wuchs in einem multikulturellen Umfeld auf. Bis zur dritten Klasse verlief alles reibungslos. Vater wünschte sich, dass sie mehr mit ihrer Kultur vertraut werden und niemals vergessen, wo sie herkommen. Deswegen wurde er nach der dritten Klasse auf ein Internat nach Tunesien geschickt. Dort lebte er dann für 3 Jahre, bis sein Vater sich dann entschied, ihn wieder zurückzuholen, weil er seine Kinder einfach zu sehr vermisste. Im Anschluss der 10. Klasse entschied sich Ayan für eine Ausbildung als Straßenbautechniker. Diese konnte er aber nicht zu Ende bringen, aus gesundheitlichen Gründen. Und so landete er im Sicherheitsdienst. Er arbeitete zum Beispiel für Leute wie David Copperfield, MC Light und Drew Hill. Er war schon immer sportbegeistert und liebte den Kampfsport und hat schon sehr früh mit Sportarten wie Taekwondo begonnen, Fußball, Kickbox. Und später dann fing er mit Fitness an, um einfach zuzunehmen und sich eine starke und stabile Figur aufzubauen. Er war zu seiner Jugendzeit aber auch jemand, der sehr gerne in Clubs unterwegs war, getanzt hat, gute Musik gehört hat und deswegen war er auch immer begeistert von amerikanischen Sängern. Das waren halt wirklich seine größten Vorbilder. Trotzdem wollte er in dem Ganzen seinen eigenen Stil finden und sein Umfeld, sein Alltag und seine Erlebnisse so authentisch wie möglich in seine Musik hineinpacken. Sein Ziel war es, verschiedene Kulturen zusammenzubringen und einen einzigartigen Sound zu schaffen. Nachdem seine Single mit Ricky so unerwartet erfolgreich wurde, arbeitete er mit seinem Produzenten an unzähligen Songs. Nachdem er den Hit mit Ricky hatte, begleitete er sie auf 6-monatiger Tour. Das war ein ganz neues Erlebnis für ihn. Er hatte Live-Publikum, sang live vor Menschen. Er war zwar nur Background-Sänger für Ricky, weil in der Zeit kannte ihn ja keiner und er hatte weder ein Hit noch ein Album noch eine Single draußen. Aber es war halt eine ganz neue Erfahrung für ihn, weil er oft Angst hatte, schon vor seinen Freunden nur zu performen. Und das war halt die beste Schule für ihn, um Angst, Sorge und Aufregung unter einem Hut zu bekommen und zu lernen, wie man mit dem Publikum interagiert. Im Juni 1999 erschien dann seine erste Single 1000 Mal. Ich brauche dich.
schaffte es immerhin schon auf Platz 47 der deutschen Singlecharts. Doch die nächste Single sollte der richtige Hit werden. Mein Stern wurde im Dezember 1999 veröffentlicht und landete in Deutschland auf Platz 4 der Singlecharts, in Österreich auf Platz 17 und in der Schweiz auf Platz 13. In the place to be, the ladies call me Sweetie D, cause I run up, you'll get done up with my style, son. With my antenna, you can catch us like my home run. Yes, we'll be tripping ya, unslipping ya, then I'm acting gun. I'm right away, be master Ray is on the fat track run. But then I'll be bouncing with my signs of brave, yeah. Master mind in case, but take a taste of my flavor. Komm, wir ziehen durch die Nacht, bis das Morgenlicht erwacht. Der Moment zeigt uns den Weg, ganz egal wohin es geht. Du kannst immer auf mich bauen, ich geb dir dieses Vertrauen. Lass uns Liebe neu erlernen. Du bist mein Stern, bist für mich der Sonnenschein. Der Song wurde zu seinem größten Hit und erhielt in Deutschland Platin-Auszeichnung. Am 27. März 2000 folgte dann das Album Hochexplosiv. Diese landete in Deutschland auf Platz 5 und erhielt ebenfalls Platin-Auszeichnung. Weitere Singles für das Album waren Nur eine Nacht und Dieser Brief. Hast du nur mit mir gemacht? Ich will nicht mehr, als ich beschreiben kann. Wer geht nach dir? Komm zu mir. Diese wurden auch zu Top 20 Hits. Für das erste Album und die Singles des ersten Albums konnte er riesige Erfolge feiern. Er war auf einmal überall gefragt, hat überall Preise gewonnen und gehört zu den Top Newcomer Acts Deutschlands. Die Goldene Stimmgabel, die Goldene Europa, Fred J. Preis. Es folgte ein Erfolgserlebnis nach dem anderen. Kurz darauf fing die Arbeit für sein zweites Album an. Doch diesmal war er sich nicht einig mit seinem Label und so entschloss er sich letztendlich, seinen künstlerischen Vertrag mit seinem Label aufzulösen und nach einer neuen Plattenfirma zu suchen. Am Ende entschied er sich dazu, sein eigenes Label zu gründen, AT Records. Mit Singles wie Nur die Wahrheit zählt, konnte er nochmal Folge feiern. Dieser wurde auch der Intro-Song für die dritte Staffel von Big Brother. Der Song landete in Deutschland in den Single-Charts auf Platz 25. Eine weitere Single, die keine Album-Auskopplung war, war Du bringst die Liebe mit. Diese landete in Deutschland auf Platz 40. Die erste offizielle Single, die Ayman für sein zweites Album veröffentlichte, nannte sich Du gehörst zu mir. Und diese landete auf Platz 71 und war somit die letzte Single, die in Deutschland in den Single-Charts chartete. Das zweite Album war immer noch R&B, aber diesmal wollte er ein bisschen mehr rumexperimentieren mit Latin Sound und mit Pop Sounds. Das Album wurde am 4. Oktober 2004 veröffentlicht und landete auf Platz 68 der Charts. Das war auch das letzte Album, was offiziell in den Albumcharts chartete. Weitere Alben erschienen im Jahre 2008, Es ist Zeit und ein weiteres im Jahre 2010 mit Ein Mensch wie du. Heute hört man nicht mehr sehr viel von ihm, aber er performt hier und da noch und hat noch einige Live-Auftritte. Ich würde sagen, sein erstes Album war sein stärkstes Album, aber mit der Zeit entwickelt sich natürlich ein Künstler weiter und will neue Dinge ausprobieren. Und das ist natürlich auch verständlich. Das erste Album erinnert halt sehr stark an Craig David, so die Mischung von sehr vielen verschiedenen Sounds, die aber auch gleichzeitig zusammenpassen, dieser R&B, dieser Soul, dieser Garage-Style von England. Das erste Album
Album war einfach perfekt aufeinander abgestimmt. Ja, 90er, 2000 waren einfach anders. Ich finde, es waren musikalisch viel stärkere Jahre als jetzt. Viele behaupten ja immer, R&B in Deutschland würde nicht mehr funktionieren, aber er war einer, der ein Trendsetter war. Und er hat damals gezeigt, dass es mit einem eigenen Sound, mit einem eigenen Stil funktioniert. Denn zu seiner Zeit war deutscher Hip-Hop gerade am Kommen, deutscher R&B war tot, der war gar nicht erst da. Und damals gab es nur zwei Plattformen, seine Musik zu vermarkten, MTV und Viva. Es war nicht die heute. Auch wenn man ihm kaum seine Props ausspricht, aber der Bruder hat auf jeden Fall seine Props verdient, weil er hat was für den deutschen R&B gemacht und er hat auch eine Tür eingetreten, die davor zu war. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann hinterlass mir einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal, damit du keine weiteren Videos verpasst. Und wenn du wissen möchtest, wie der Berliner Sänger Lupega es geschafft hat, in den amerikanischen Charts mit seinem Hit Mambo No. 5 weltweit auf Platz 1 zu charten und das zu schaffen, was bislang kaum einem deutschen Künstler gelungen ist, dann klicke jetzt auf das folgende Video und schau es dir in voller Länge an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleib safe, bleib sicher. Bis dann.